Ich weiß nicht, ob wir das wirklich unterschätzt haben. Mit der Beendigung der Blockkonfrontation waren ja nicht die Ursachen für Kriege und für soziale Polarisierung beseitigt. Wobei man jetzt schon dazu sagen muss, dass der Jugoslawienkrieg ein Angriffskrieg war, der insbesondere durch die NATO-Kräfte verursacht wurde. Eigentlich ein innerstaatlicher Konflikt und der erste Sündenfall auch der Regierung hier in Deutschland, der damaligen rot-grünen Regierung, die zum ersten Mal quasi an einem Auslandskriegseinsatz beteiligt war. War nicht der erste Sündenfall eigentlich Ruanda? Das Zusehen dabei, wie über eine halbe Million Menschen einem Bürgerkrieg zum Opfer fallen, wo dann leider in der Nähe keinerlei Rohstoffreserven sind und deswegen gucken alle nur zu? Ja, Sie haben vollkommen recht. Die Hauptursache für heutige Kriege sind natürlich die Sicherung der Rohstoffreserven und der Rohstoffe, insbesondere für die industrialisierten Länder. Dort, wo keine Rohstoffe vorhanden sind, interessiert sich leider für die menschlichen Tragödien kaum jemand. Oder es geht um geostrategische Interessen, wobei das nicht vorliegt, werden diese Regionen in der Welt gerne vergessen. Deswegen haben wir immer gesagt, die Frage der Entspannungs- und Friedenspolitik muss verbunden werden mit der Herstellung einer gerechteren Weltwirtschaftsordnung, weil die soziale Polarisierung eine große Ursache insbesondere von Bürgerkriegen und auch Massakern ist. Und andererseits muss natürlich überlegt werden, dass die UNO demokratisiert und gestärkt werden muss. Nun, gerade dieser damalige Fall Hutu und Tutsi, muss nicht gerade die Linkspartei aus dieser Geschichte lernen, dass es eben manchmal ohne Friedenstruppen doch nicht geht? Ja, das wäre jetzt die große Frage gewesen, ob man dort mit einem Polizeieinsatz oder Blauhelmeinsatz der UNO nicht helfen hätte können. Naja, also Appelle gab es damals genug. Ich gebe durchaus zu, dass das immer ganz schwierige Grenzfälle sind, aber insgesamt hat die Linke mit ihrer Ablehnung von Militär- und Auslandseinsätzen in den letzten 10 Jahren durchaus recht gehabt. Sowohl der Auslandseinsatz in Afghanistan war ein Desaster und hat dort nicht zur Befriedung beigetragen. Wir erleben gerade ein Aufflammen der ganzen Bürgerkriege und des Terrorismus im Nahen Osten. Dort als Resultat auch von Angriffskriegen gegen den Irak oder die Bombardierung von Libyen, wo ganze Staatengebilde zerstört wurden. Also überall ist die Kriegsgefahr gewachsen und man kann daraus lernen, dass eben Krieg nicht mit militärischen Mitteln quasi eingedämmt werden kann. Ich lerne jedoch aus dem, was in Afrika beispielsweise passiert ist, übrigens auch aus der Beendigung der Nazi-Herrschaft, dass es manchmal sehr wohl nötig ist, Menschen von Terrorregimen und Terroristen und entsprechenden Armeen zu befreien. Siehe übrigens auch Islamischer Staat. Ja, leider ist man da in einem gewissen Spannungsverhältnis. Die ganze Auseinandersetzung zum Beispiel um den Islamischen Staat wurde ja immer dazu benutzt, Türöffner zu sein für Waffenexporte in Krisenregionen. Wir halten aber diese Waffenexporte für eine Ursache der wachsenden Kriegsgefahr, weil an Waffen fällt es offensichtlich nirgends. Aber auch wenn wir die Geschichte des Islamischen Staates näher anschauen, dann sehen wir doch die Ursachen des Aufkommens des Islamischen Staates in zwei Entwicklungen. Auf der einen Seite in der kriegerischen Auseinandersetzung, insbesondere mit Irak und Libyen, aber auch mit Syrien. Der Islamische Staat ist geradezu ein Kind dieser Auseinandersetzungen. Und wir sehen, dass viele junge Männer dieser Strömung anhängen oder für diese Strömung gewonnen werden können, weil die sozialen Katastrophen in der Welt und insbesondere auch jetzt im Nahen Osten zugenommen haben. Und wenn 50-70% der Bevölkerung erwerbslos ist oder keine Zukunftsperspektive sieht, sind sie eben leichter anzuwerben für terroristische Gruppierungen, wie es eben der Islamische Staat ist. Und deswegen kommen wir mit dieser vordergründigen Betrachtungsweise nicht weiter, sondern wir müssen die Ursachen betrachten und die Ursachen der Kriegen und der Bürgerkriege, die müssen wir bekämpfen und uns damit auseinandersetzen. Ein kluger ägyptischer Geistlicher hat mal gesagt, das größte Anwerbeprogramm
Für den Islamischen Staat und andere ähnliche terroristische Gruppen sei die Nahostpolitik, sei insbesondere die Besatzungspolitik Israels und die Indifferenz der UNO gegenüber dieser Politik bzw. die Tatsache, dass von den Staaten des Nordens und des Westens mit zweierlei Maß gemessen wird, wenn es um die Einhaltung von ganz klaren UNO-Richtlinien geht. Ganz sicher ist der Konflikt zwischen Israel und Palästina ein Antriebsgrund für Terrorismus und für islamistischen Fundamentalismus. Dort wird in der Tat mit zweierlei Maß gemessen, aber auch sonst wird er mit zweierlei Maß gemessen. Die ganzen Positionen zu Menschenrechten und Demokratie können ja nicht ernst genommen werden, wenn ganze Länder bombardiert werden, wenn es eine Einmischung der NATO und insbesondere auch der USA gibt in ganze Konfliktregionen. Und dort, wenn es um Rohstoff- oder geostrategische Interessen gilt, dann auf einmal das Völkerrecht völlig missachtet wird. Das erhöht nicht die Glaubwürdigkeit des Westens und erhöht auch nicht die Glaubwürdigkeit einer Politik von Menschenrechten und Demokratie, die ja oft nur vorgeschoben ist, um andere Interessen zu verdecken. Ja, wobei ja keineswegs nur der Westen geostrategische Interessen verfolgt, wenn ich mir die Krim angucke. Ja, da haben Sie recht. Also wir erleben gerade so etwas wie eine Krise der bestehenden Weltordnung. Die USA als einzige große Weltmacht ist nicht mehr in der Lage, die ganzen Konflikte zu beherrschen. Aber momentan verlieren sie deutlich an Einfluss. Sie überlassen in fast allen Regionen, in denen sie militärisch aktiv sind, Anarchie und Chaos. Ich kann mir nicht vorstellen, dass das wirklich beabsichtigt ist. Gleichzeitig erleben wir, dass andere Mächte im Emporkommen, wie zum Beispiel China, auch Russland gehört dazu, die BRICS-Staaten. Wir erleben also einen krisenhaften Prozess der alten Weltordnung, ohne dass sich bisher eine neue Weltordnung herausgebildet hat. Und das ist auch eine große Ursache von Kriegen und Bürgerkriegen. Kurze Unterbrechung. Eine Reihe von Beobachtern gehen nach der nächsten amerikanischen Präsidentschaftswahl für den Fall der Wahl eines der republikanischen Kandidaten davon aus, dass sich die amerikanische Außenpolitik massiv militarisieren wird. Ja, die hat sich ja noch nie demilitarisiert. Und nach wie vor hat die USA mit hohem Abstand den größten Ausgabeblock für Rüstung und Militär. Die Frage ist nur, ob allein gestützt auf Militär und Rüstung eine Weltmachtstellung hervorgehen kann. Die muss auch andererseits Anziehungskraft entwickeln. Und das, glaube ich, ist heute nicht mehr der Fall. Ich glaube, das wird ein folgenloses Unterfangen sein, wenn jetzt die Rechten in den USA glauben, dass sie mit militärischen Mitteln die alte Weltmachtstellung der USA wiederherstellen können. Wenn sie es doch versuchen, wird das eher für die Welt ein furchtbarer Gedanke für die Zukunft sein. Und man kann nur hoffen, dass sie die Wahl nicht gewinnen. Ja, wobei, wenn man sich dann die Geschichte anschaut im Detail, ich meine, wie soll ich weltweit das leuchtende Vorbild vertreten der Demokratie und der Freiheit der Meinung, wenn dann gleichzeitig, wenn die Wahlen, Klammer auf, Palästina, Ausrufezeichen, Klammer zu, nicht so ausgehen, wie ich es mir erhofft habe, ich die aus fairen, freien Wahlen hervorgegangene Regierung und Partei mit Missachtung, Strafe und gleichzeitig Sanktionen verhänge, so geht's doch nicht. Da treffen Sie ganz genau eine der Ursachen dieser Weltunordnung. Solange die USA sich nicht an das Völkerrecht hält, an die Anerkennung souveräner Grenzen und sogar mit den ganzen Drohnen Menschenleben massenhaft auslöscht, kann es keine glaubwürdige Durchsetzung des Völkerrechts geben. Wer das Völkerrecht missachtet, kann nicht gleichzeitig darauf hoffen, dass sich andere daran halten. Lassen Sie uns nochmal zum Ausgangspunkt der Entspannungspolitik zurückgehen. Wenn wir lernen oder wenn wir uns nochmal anschauen, die Zeit, das, was wir erinnern, die Entspannungspolitik ist ja ein Begriff, man sagt auch ganz gern Ostpolitik, die damals mit
der Politik Willy Brandts auch ganz eng verknüpft war, der die Verständigung gerade mit der Sowjetunion als einem Unrechtssystem gesucht hat, weil er gesagt hat, es gibt nur Wandel durch Annäherung. Sein Nachfolger Helmut Schmidt hat dann gesagt, Friedenspolitik bedeutet vor allem wirtschaftliche gegenseitige Abhängigkeit. Vor diesem Hintergrund sind doch die Wirtschaftssanktionen Russland gegenüber eigentlich der helle Wahnsinn, weil es letztlich die gegenseitige ökonomische Abhängigkeit verringert und damit den Frieden unsicherer macht. Vollkommen richtig. Also wir haben uns ja auch gegen diese Sanktionspolitik gestellt. Jetzt über ein Jahr nach Inkrafttreten dieser Sanktionen muss ja auch festgestellt werden, dass sie zwar wirtschaftliche Probleme sowohl für Russland als auch für die deutsche Wirtschaft mit sich gebracht hat, aber der Lösung der Probleme keinen Millimeter näher gebracht hat. Und deswegen müssen diese Sanktionen beendet werden und es muss tatsächlich eine neue Initiative für eine Entspannungspolitik eingeleitet werden, zu meinen, dass es in der Ukraine oder im Bereich auch des Nahen Ostens eine erfolgreiche Friedenspolitik und eine erfolgreiche Spannungspolitik geben kann, ohne die Einbeziehung mit Russland, ist eine vollkommene Illusion und kann nicht funktionieren. Dann muss man aber, auch das gehört zur Entspannungspolitik, denke ich, dazu, sich auch in die Position des anderen hineinversetzen. Und aus der russischen Sicht ist der Ring der NATO rings um Russland, insbesondere auch durch geplante Raketenstellungen in Tschechien, in Polen, sehr viel enger geworden. Wenn die Ukraine auch noch den westlichen Bündnissen beitritt, dann haben wir ein echtes Problem. Ja, ein NATO-Beitritt der Ukraine hätte verheerende Folge und müsste von Russland ganz sicher als große Bedrohung betrachtet werden. Ich glaube, dass in der Tat das Engerschnüren der NATO-Stützpunkte an die russischen Grenzen heran ein ganz großer Fehler ist, dass hier die NATO durchaus eine sehr aggressive Politik macht, die in Russland auch auf dem besonderen Hintergrund der Geschichte Bedrohungsängste auslösen muss. Und von dieser Politik muss wieder abgerückt werden. Es ist dringend notwendig, wieder zur Politik von Entspannung und Abrüstung zurückzukehren und diese ganzen Ansätze der Bedrohung und der Einkesselung zu beenden. Gerade was die Ukraine betrifft, denke ich, muss man ja auch eigentlich so etwas wie eine positive Perspektive aufbauen. Und die sehe ich durchaus. Muss man nicht, wenn man mit den Kolleginnen und Kollegen Politikerinnen und Politikern aus beiden Teilen der Ukraine spricht, ihnen schmackhaft machen, eben weder zum festen Bündnis der einen noch zur anderen Seite zu gehören, sondern ihnen klar machen, dass in der Scharnierfunktion zwischen beiden auch eine enorme ökonomische Chance liegt? Ja, das müssten wir dringend tun. Leider hört die momentane ukrainische Regierung nicht auf solche Ratschläge. Sie nimmt sogar einen völligen wirtschaftlichen Zerfall ihres Landes in Kauf, nur um ihre Politik der Anlehnung an das Westbündnis fortzusetzen. Ich glaube, das ist ein ganz großer Fehler und nützt auch der ukrainischen Bevölkerung nichts. Es bringt sogar große Gefahren hervor. Wir erleben ja gerade einen dramatischen Zerfall der wirtschaftlichen Struktur in der Ukraine, durchaus auch gewollt von Russland mit, weil sie verhindern wollen, dass die Ukraine an das westliche Bündnis näher herangerückt wird. Ich glaube, die ukrainische Regierung wäre gut beraten, einen neutralen Status einzunehmen und dem Versuch, hier quasi eine militärische Option innerhalb der NATO nahezutreten. Diesem Versuch sollte sie wirklich widerstehen.